Dann, Leute, werden wir jetzt einfach mal ein bisschen auf der Welt uns herumkunden. Ich brauche dringend normale Seen, Leute. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal mit Zuflucht in den Thronsaal. Und werden dann mal unseren sechsten Sinn testen. Bin gespannt. Da habt ihr bestimmt schon sehr lange darauf gewartet, dass ich den mal auch ernsthaft benutze. Ich habe ihn einmal zum Test benutzt. Aber jetzt benutzt mich noch wirklich und ich bin gespannt, wo er uns hinführen wird, Leute. So. Kann ich eigentlich hier auch speichern? Lol, das geht. Okay. Wie viele Silberbarren habe ich? 242. Das gefällt mir, Leute. Das ist mehr, als wir zu Beginn der Aufnahme hatten. Geil. Okay. Sechster Sinn. Okay. Da runter müssen wir. Okay. Lol. Da hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, speichern wir hier. Ich wollte gerade einmal nach oben, um zu testen. Wegen dem Kompass, aber gut. Wisst ihr was, Leute? Da sind wir also einmal durch, Leute. Eine schöne, ruhige Melodie. Spielen wir weiter. Ja, jetzt besiegen wir erstmal den da. Jatrax. Oder Jatrax. Okay, ich kenne die nicht, Leute. Sie sehen lustig aus. Sie sehen auch irgendwie aus wie Monsterhasen. Aber gut. Ich gehe mal in die... Ja, was mache ich denn? Ich gehe in die Abwehrhaltung. Dann zaubere ich jetzt mal Schlaf auf Jatrak A.
Elaine geht mal in den Magiefokus und zaubert Feuerblitz. Ja, ich würde wissen, wie stark die sind. Würde ich gerne wissen wollen. Du gehst in die Abbehaltung und zauberst schon mal verbrennen. Ich hätte vielleicht vorher in die richtigen Kampfhaltung wechseln sollen, Leute. Aber, ja. Also, Angriffshaltung oder noch besser ist ja die Konterhaltung. Ja, definitiv. Drei schwache Seelen. Oh, ich hätte aber gerne eine normale Seele. Jetzt nicht wegen schwachen Seelen eigentlich hier. Blutflasche halten. Na egal. Okay. Ich kann das leckere Hühnchen nicht nehmen. Oder Kaninchen. Ich kann die Axt nicht nehmen. Na gut, nehmen wir die Truhe. Ring des Magiers, Alter. Wir haben einen Ring des Magiers. Vielleicht Zauber Schattenfeuer. Okay. Ein Gegner verursacht immer 1500 Schattenschatten. Okay. Das ist richtig geil. Aber mir gefällt der Ring hier besser. Aber für Selene. Für Selene finde ich den richtig geil eigentlich. Hat sie einen besseren Feuerzauber? Alle gehen auf Selene. Also ich glaube, die mögen Selene nicht so richtig. Drei schwache Seelen. Heilflasche halten. Jetzt sind das vier. Lass mich mal unterschiedlich angreifen. Dann kommt der Schaden durch den Konter besser zum Einsatz. Fast. Vier schwache Seelen.
Da geht ja was. Gut, holen wir uns die Truhe hier. Vampirstein erhalten. Ach, ich kann ja gar nicht weiter nach oben. Okay. Dann sind wir fertig hier. Und tatsächlich ist es auch so. Leute, ich möchte das hier dann, sobald wir die Gänge und die versteckten Gegenstände sehen können, möchte ich hier auch nochmal rein. Einfach nur um zu validieren, ist da wirklich nichts mehr. So, wir haben, ich möchte jetzt wieder in unsere Silbermine. Wir werden jetzt hoffentlich auf... Oh, schön. Ist sogar was Grünes. Ich möchte jetzt die hoffentlich auf die Produktionsstufe 10 erhöhen können. .300 Erfahrungspunkte erhalten. Super. Jetzt sind wir Level 27. Und die Quest haben wir beendet. So, wir haben schon 6 Quests abgeschlossen, Leute. Das Speerlager, blutige Steine, der Reiz des Unbekannten, harter Wind, Silberminen-Eroberung 1 und Silberminen-Eroberung 2. Und noch keine einzige abgebrochen, das finde ich gut. Und 9 offene haben wir noch. Die Hauptgeschichte, 2 Hilfen, ich mach die mal zu, Leute. Wobei, es ist egal, noch müssen wir ja nicht scrollen. Und hier haben wir noch ein paar. Silberminen-Eroberung 3 ist für Level 30. Vielleicht mache ich die jetzt noch, Leute. Ich meine, Level 30 haben wir fast. Wir sind Level 27. Wald der Schrecken. Das Blutrennen würde ich halt gerne fertig machen, Leute. Aber wir haben nicht genug Geld. Wir haben nur ein Drittel des Geldes, das wir bräuchten. Naja. Egal, wir werden immer mehr kriegen, Leute. Wir haben jetzt 2 Silberminen voll ausgebaut. Und ich glaube, die dritte Silbermine mache ich einfach beim nächsten Mal. Ist doch egal. Dann kann ich jetzt noch Seelen sammeln, um die dann möglichst beim nächsten Mal sofort voll ausbauen zu können. Wie viel haben wir denn jetzt noch übrig? Wir haben noch eine schwache Seele, Leute. Okay. Aber wir haben 19 starke. Ich würde jetzt gerne eine starke, oder von mir aus 5 starke Seelen in normale Seelen umtauschen, Leute. Dafür gab es ja irgendwas. Oh Mann, da könnte ich den freischalten. Ach, da brauche ich 4 schwache Seelen wahrscheinlich, oder? Jetzt gehen wir mal nachsehen. Zuflucht. So, ich bin ja hier letztens durch und ich glaube, es war hier, der hier, oder? Ermöglicht den Tausch von Seelen. Ja, genau. Okay, wir bräuchten nur 4 schwache Seelen, Leute. Dann holen wir uns den, dann können wir vielleicht Seelen rumtauschen. Das würde mich jetzt auch interessieren. Schwache Seelen. Also, wir haben ja genügend Opfer, Leute. Wir haben jetzt sogar jetzt gerade 3 Opfer. Können das also machen. Wir können auch. Wobei ich eigentlich nur die beiden will und dann keine Ahnung. Das heißt, wir können ja eigentlich auch schon mal, solange wir die Opfer noch übrig haben, die restlichen Schwachen auch mal machen. Und da gefällt mir, glaube ich, das da rechts am besten. Blutsaugung Stufe 2. Naja. Das wäre auch richtig geil eigentlich hier. Das ist egal, egal. Egal. Naja. Okay, was mache ich jetzt? Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen dann die eine Festung. Da werde ich zwar die Vampire nicht... versklaven, denn ja, wir haben noch genügend
Vampire, erstens das und zweitens kämpfen die ja auch für unsere Sache. Das heißt, die dürfen frei bleiben. Aber ich glaube, da möchte ich jetzt weitermachen. Wir werden also jetzt mal... wir werden dort speichern. Das heißt, einfach mal hier raus. So, welche Stadt war das nochmal? Farin, glaube ich, da ganz oben. Fliegen wir mal nach rechts über den Rand. Moment mal. Ja doch, rechts über den Rand ist schneller. Ja genau, wir hatten hier unsere Quest. Schloss Farin. So, wir werden uns jetzt hier umsehen, Leute. Und dann können wir hier auch questen und so. Aber ich möchte mich erst umsehen. Was? Nein. Normalerweise geht das auch nur am Eingang. So ein Mist. Okay, da liegt was. Heilflasche erhalten. Ich möchte auch hier nachsehen, ob es hier irgendwo geheime Eingänge gibt. Jetzt nichts. Oder nicht viel zumindest. Komme ich hier nicht raus? Ja, super. Dann kann ich ja hier nachsehen. Aber nein. Heilflasche erhalten. Fällt mir gerade ein, wir haben die Musik hier auch noch nicht gehört. Machen wir dann auch noch. 152 Filar erhalten. Zwei Goldbarren erhalten. Ja, sehr schön. Eins zu weit nach oben. Okay. Kann ich hier noch nach rechts oder so? Nein. Dann halt nicht. Wer bist du? Glaubt ihr, wir werden den Heiligen Kreuzzug bald besiegt haben? Ihr solltet den Heiligen Kreuzzug jedenfalls nicht unterschätzen. Seine Soldaten sind hervorragend ausgebildet und eine riesige Bedrohung. Dann müssen wir noch stärker trainieren. Normalerweise ist ein Vampir einem Menschen in Sachen Stärke und Geschwindigkeit deutlich überlegen. Doch bezüglich Kampftaktik und organisiertem Vorgehen hat der Heilige Kreuzzug einen großen Vorsprung. Wer auch immer den Kreuzzug anführt, weiß sehr gut über Vampire und ihre Schwächen Bescheid. Wer auch immer den Kreuzzug anführt, wird bald sterben! So ist es, Klipter! Wir finden das Buch und dann wird sich zeigen, wer am Ende wen vernichtet. Ja. Ich gehe da mal lieber weiter und halte nach dem Heiligen Kreuzzug Ausschau. Hä? Können den auch gefangen nehmen. Der würde sich in ein Amulett... Ah, okay. Naja.
In eine Halskette würde der sich verwandeln. Naja. So, da rechts war ja nichts mehr. Ja, genau. Super. Tretet ein und macht euch nützlich. Der heilige Kreuzzug muss vernichtet werden. Okay, dann hören wir uns jetzt die Musik an.